Kartoffeln und der Rest ist für die Suppe, die ich mir jetzt gönne. Ich habe gestern Abend wieder nicht zu Abend gegessen. Die Sonne lacht mich an. So, noch ein Eintrag ins Hüttenbuch und ein Dankeschön. So, alles aufgeräumt und die Hütte wird geschlossen. Schöne Hütte, kann ich nur empfehlen. Und wenn ihr dort seid, haltet sie sauber. Guten Morgen. Es ist Donnerstag. Der erste, zweite, dritte, der vierte Tag auf dem Querweg Rottweil nach Lahr. Ich habe gerade in einer tollen Hütte übernachtet und bin jetzt um 8.50 Uhr auf meine nächste Etappe gestartet. So, ich habe jetzt den Holzerkopf überquert. Ist der wichtig, ist der interessant? Eigentlich glaube ich nicht so. Aber es war ungefähr an der Ecke im Wald,
wo ich letztes Mal auf dieser Route von La nach Hornberg übernachtet habe. Interessanterweise, ich kann mich an die meisten meiner Übernachtungsplätze sehr gut erinnern. Natürlich auch, weil ich Fotos davon habe. Aber ich würde sie auch wiederfinden, wenn ich jetzt so durch den Wald laufe oder die Strecke entlang laufe. Ich habe auch hier gerade sofort erkannt, wo ich damals abgebogen bin, um einen Platz im Wald zu finden. Seht ihr, wie toll das hier aussieht am frühen Morgen. Wunderschöne Täler gibt es hier im Schwarzwald. Fingerhut haben wir auch. So, jetzt gehe ich weiter. Ist das nicht eine herrliche Aussicht? Faszinierend finde ich. Und ich habe wirklich Glück mit dem Wetter. Es soll auch morgen noch so bleiben. An den Aufstieg kann ich mich erinnern, den ich jetzt hinabgehe. Da dachte ich, das wird ganz schön heiß in der Sonne, da hoch. Aber es ging eigentlich damals. Jetzt aber heute bei der Wanderung in die andere Richtung fällt mir auf, manche Landschaften sehen anders aus, weil man sie so noch nicht gesehen hat. Zumindest ist man nie in diese Richtung gelaufen und hat dann die Landschaft so gesehen. Vielleicht hat man sich mal umgedreht und hat mal in die andere Richtung geschaut. Aber eine Wanderung stellt sich in eine andere Richtung wieder völlig neu dar. Das zeigt mir jetzt dieser Weg von Rottweil nach La wieder, weil ich ja von La schon Richtung Rottweil gelaufen bin. Schaut euch das mal an hier. Da vorne im Wald geht es links, kann ich mich erinnern. Das ist das Interessante jetzt auch an so einer Wanderung, die man schon in die andere Richtung kennt. Man kann sich an einige Stellen gut erinnern und weiß genau, man ist richtig oder dort geht es weiter. Jetzt geht es hier links. Für die, die sich für Wandern interessieren, ich laufe jetzt schon geraume Zeit auch auf dem Zweitälersteig. Ich glaube, es ist schon seit der Brechtaler Schanze. Da lief der Weg sogar mit dem Westweg zusammen. Und jetzt bin ich immer noch auf dem Zweitälersteig. In dem Hüttenbuch, das ich vorher in der Hütte auch noch gelesen habe, standen einige Beiträge von Zweitälersteigwanderern drin, die sowas von begeistert waren von diesem Weg. Hallo? Die sowas von begeistert waren von diesem Weg. Also ich denke, man kann den auch empfehlen. Ich habe ihn in Teilen schon gelaufen, aber ich kenne nicht den ganzen Zweitälersteig. Da vorne kann man schon die Straße erkennen. Das ist der Heidburger Pass, wo ich jetzt hinkomme. Und ich glaube, ich habe es beim letzten Mal, bei meinem letzten Video vom Querweg auch schon gesagt. Ich überquere da vorne die B294. Wenn ich auf dieser Straße nach Hause laufen würde, würde ich bei mir in den Ort kommen. Jetzt bin ich hier irgendwo im Schwarzwald. Und komme an eine Straße, die bei mir am Haus vorbeiführt. Also nicht am Haus, aber am Ort vorbeiführt.
Ja, interessant. So, jetzt habe ich mal wieder ein kleines Stück Asphalt. Ja, es ist halt so. Wird immer wieder mal vorkommen. Ja, jetzt muss ich mich mal auf diesen Thron setzen und ein herrschaftliches Foto machen. Ja, jetzt bin ich am Heidburger Pass und überquere gleich die B294. Das ist die B294. Und jetzt kommt ein Rasenmäher, der macht Krach, deswegen schalte ich aus. Entweder eine Kinderbeschäftigung oder es hat sich jemand sehr viel Mühe gemacht. Es war viel Arbeit. Interessant, was es alles gibt. Man entdeckt immer wieder Neues auf dem Weg. Ich habe hier zwei auch Wanderer getroffen, die jetzt Richtung Hausach Fahrenkopf laufen. Und wir haben uns gerade ein bisschen ausgetauscht. Ihre Erfahrungen, meine Erfahrungen. Und es ist nett, wenn man sich so ein bisschen kurz besprechen kann. So hat man mal unterwegs, wenn man so allein ist wie ich, hat man ab und zu mal ein bisschen Kontakt. Aber sie haben das gleiche Problem wie ich. Gaststätten sind alle zu. Und jetzt gucken wir halt, dass wir irgendwo was finden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst euch danke, gut gleichfalls. Ja, auch schöner Tag und einen schönen Tag. Noch 2,5 Kilometer bis zu den hohen Häusern. Warum das hohe Häusern heißt, ist mir klar. Guck mal den Anstieg da hoch. Bin jetzt schon fertig vom Angucken. Ich habe schon ersten Blick auf die hohen Häuser. Natürlich, dass ich dort etwas zu trinken bekomme. Ihr wisst ja was. So, jetzt bin ich wieder auf meinem Weg. Hohe Geisberg, Lahrer Hütte. Schaut mal nach hinten. Sieht etwas nach Gewitter aus, aber im Wetterbericht steht nichts von Niederschlag oder Gewitter. Von weitem sieht es aus wie ein Mittelwegschild, aber es ist der Kandelhöhenweg, es ist ein K, kein Strich in der Mitte.
Ja, jetzt ist Mittagszeit, 14 Uhr. Es ist warm. Hoffentlich komme ich gleich wieder in den Schatten. Ich habe keine Erinnerung gerade an dieses Wegstück. Ich will mich noch nicht abschließend äußern, aber ich glaube, der Wetterbericht hatte gelogen. Im Moment schwebt eine Wolke über uns und ich habe schon Tropfen gespürt. Ich habe euch ja schon gesagt, Regenklamotten habe ich nur eine kleine, dünne Regenjacke dabei. Aber ich versuche es mal ohne die Jacke auszukommen. Ich glaube nicht, dass es extrem viel regnen wird. Jetzt geht es gerade runter. Ziemlich steil. Und ich glaube sogar, wo ich hinkomme, da unten müsste ein Brunnen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich bringe schon manche Wege durcheinander. Das muss nicht immer stimmen, was ich sage. Da kommt die Straße und da unten, wenn ich rechts sehe, ist auch schon der Brunnen. Ob Wasser fließt, weiß ich nicht. Aber letztes Mal habe ich hier meine Flaschen gefüllt. Ihr seht, er tropft spärlich. Eine Flasche voll zu füllen dauert lange. Ich gehe weiter über die Straße, da geht's weiter. Und es tropft. Stärker. Da oben ist es grau. Aber ich gehe wieder in den Wald. Ja, ich glaube, der kurze Regenspuk ist vorbei. Mein T-Shirt ist auch schon fast wieder trocken. Da oben gibt es wieder blaue Lücken im Himmel. Also, machen wir uns mal keine weiteren Gedanken zu dem Thema. Da kommt eine Kapelle. Ah, jetzt weiß ich, wo es hingeht. Jetzt habe ich wieder Erinnerungen. Ja, da an der Kapelle vorbei geht es hoch, links hoch und oben entlang. Und da ist sie wieder, die Sonne. Eine ganze Weile war sie weg, jetzt ist sie wieder da. Hier ist gerade wieder ein schöner, weicher, teppichweicher Weg. So macht es natürlich mehr Spaß wie auf einer Schotterstraße, aber es gibt halt alles beides. Wenn ich mich recht erinnere, muss ich jetzt hoch zu diesen Windrädern. Ich glaube, da komme ich dran vorbei. Ja, herrliche Aussicht hier wieder. Ja, sieht mal wieder ein bisschen schwarz aus hier. Meiner Richtung noch nicht ganz, aber wo kommt's her, wo geht's hin? In 600 Meter gibt es eine Möglichkeit unterzustehen. Da gucke ich mal, wie es dort aussieht. Ist das gut? Eine Hütte direkt unter einem Windrad? Weiß nicht. Kambacher Hütte, 520 Meter hoch.
Bis nach Lahr sind es noch 13,5 Kilometer. Jetzt muss ich mal rechnen.